Am Wort nun Claudia Gamon, sie ist Wissenschaftssprecherin der NEOS. Hin zu einer ernst gemeinten Studienplatzfinanzierung sehe, das ist auch der Grund, warum NEOS diesem wichtigen Reformvorhaben zustimmen wird. Es ist aber, im Ausschuss ist oft davon geredet worden, es sei ein Paradigmenwechsel, dass sich wahnsinnig viel ändern wird. Ich glaube, es ist zumindest ein Hoffnungsschimmer hin am Weg zu einem Paradigmenwechsel, wie wir Hochschulpolitik sehen. Ja, die Finanzierungsreform, die neue Art der Budgetierung an den Universitäten ist enorm wichtig. Das Opportunity Hiring gibt den Universitäten mehr Flexibilität, um auch Top-Forscherinnen aus der ganzen Welt anzuheuern. Aber der Paradigmenwechsel in der Wissenschaftspolitik, in der Forschungspolitik muss im Kopf passieren. Und da sind wir noch nicht angelangt. Da geht es um eine politische Prioritätensetzung. Weil wir wissen, dass für eine ernst gemeinte Studienplatzfinanzierung wesentlich mehr Mittel notwendig sind, als die mehr, die wir jetzt zur Verfügung stellen. Wir wissen auch, dass es um eine Bewusstseinsbildung geht. Es braucht einen Zukunfts-, einen Technikoptimismus. Es muss der gesamten Bevölkerung immer wieder auch erklärt werden, was haben wir eigentlich alle gemeinsam von der Forschung? Was haben wir alle gemeinsam von unseren Hochschulen? Was trägt das zur Entwicklung unserer Gesellschaft bei? Da geht es um eine politische Prioritätensetzung. Nicht Austria first unbedingt, Future first. Die Zukunft wartet nicht darauf, dass es die Regierung für politisch opportun hält, jetzt zu investieren in irgendeinen Bereich. Der Hochschulbereich, der Forschungsbereich hat in Österreich seit Jahren mit Mangelverwaltung eigentlich zu kämpfen. Da ging es gar nicht mehr darum, wo können wir Schwerpunkte setzen, wo können wir investieren. Das war Mangelverwaltung. In der Grundlagenforschung, wenn wir uns die Finanzierung des FEF anschauen, Unterfinanzierung an den Universitäten, was zu schlechten Studienbedingungen führt, was es wiederum gerade für Studierende aus einem schlechteren sozialen Hintergrund, mit schlechterer sozialer Absicherung umso schwieriger machen, im Studium voranzukommen. Das sind die Konsequenzen auch von schlechten Studienbedingungen. Da wird keine Exzellenz gefördert, da wird das Mittelmaß einzementiert. Aber wir wissen ja, dass wir ein kleines Land sind, aber trotzdem große Köpfe haben. Gute, junge Forscherinnen und Forscher, die trotz der widrigen Bedingungen auch enorme Erfolge für unser Land, für unseren Forschungsstandort reinbringen. Was ist gut? Die Ausgestaltung der Finanzierung, auch wie die Mittel jetzt neu verteilt werden, wie die Budgetierung neu ausschaut und auch die zusätzlichen Möglichkeiten, die im sogenannten Zugangsmanagement für die Universitäten aufgemacht werden. Auch die Unico ist weitgehend mit diesen Reformvorhaben zufrieden. Das ist ja an sich schon einmal ein gutes Zeichen. Was fehlt für eine echte Studienplatzfinanzierung ist, wie schon gesagt, eine echte Kapazitätsorientierung, die ist auch Universitäten ermöglichen würde, selbst auch mitbestimmen zu können, ob sie die Ziele überhaupt erreichen und das Geld, das dafür auch notwendig ist. Und da kommt ein sehr interessanter Konflikt auch zutage, nämlich ob dieser Schritt, den wir jetzt machen, einerseits die Budgetierung zu ändern, den Universitäten auch gewisse Indikatoren vorzugeben, was ich enorm wichtig sehe, aber auf der anderen Seite ihnen nicht die volle Möglichkeit zu geben, diese Ziele auch zu erreichen. Weil dadurch, dass das Zugangsmanagement eben nicht autonom für jede Uni selbst gestaltbar ist, nehmen wir ihnen eigentlich ein wenig der Uni-Autonomie auch wieder weg, weil sie nicht die vollen Möglichkeiten haben, diese Budgetziele zu erreichen. Weil sie nicht selber darüber entscheiden können, geht sich das aus, geht sich das nicht aus, wie gestalte ich den Zugang, welche Studenten möchte ich haben. Und schlussendlich möchte ich noch ein Thema aufbringen, das hier nicht erwähnt wird, was ganz, ganz dringend ist. Und das ist das Thema Grundlagenforschung. Das ist das Thema die Finanzierung des FEF. Wir wissen alle, und das haben wir auch im Wissenschaftsausschuss angesprochen, dass die Finanzierung des FEF und auch die Erhöhung der Mittel, die letztes Jahr versprochen wurden, nicht gesichert ist. Und ich möchte hier jetzt nicht zu meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen, sondern zu allen Stakeholdern im Wissenschaftsbereich, auch allen Unirektoren und Unirektorinnen, dass ich mir von allen Rektorinnen und Rektorinnen Solidarität erwarte. Solidarität mit dem FEF. Es betrifft nämlich alle. Wenn die Finanzierung und die Erhöhung der Budgetmittel für den FEF nicht gesichert ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Prioritätensetzung im Wissenschaftssektor ganz allgemein. Da muss das Prinzip für alle, die hier in diesem Bereich tätig sind, sein, einer für alle, alle für einen. Und deshalb sollten in den nächsten paar Tagen und Wochen alle Stimmen sehr laut werden, was die Mittelerhöhung für den FEF betrifft. Das erwarte ich mir und das erhoffe ich mir von allen. Dankeschön. So die Wissenschaftssprecherin der NEOS, Claudia Gamon, zur Unireform.